Willkommen zu einer neuen Verbrauchsfahrt. Diesmal mit dem Seat Tarraco, also dem großen Seat SUV. In unserem Fall in der Ausstattungslinie Excellence, also der Top-Ausstattung. Und mit an Bord hier ist der 190 PS Diesel inklusive Automatik und Allrad. Wir wollen jetzt mal schauen, was der Wagen denn so braucht auf unserer Strecke. 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und über die Autobahn. Nein, wollen wir dieses Mal nicht. Denn bei dieser Verbrauchsfahrt machen wir was anderes. Wir fahren nämlich eine Langstrecke. Mit diesem Auto fahre ich Richtung Frankreich und zwar 1100 Kilometer. Viel Autobahn, relativ flott, wenn die Straße es zulässt. Und wir wollen wissen, was braucht er eigentlich dann, wenn ich damit zum Beispiel in Urlaub fahre. So, mein Auto ist vollgetankt und alles ist auf Null gesetzt, alles wie es sein soll. Vor mir liegen jetzt rund 1100 Kilometer um den Dreh, um zu sehen, was man da mit so einem Seat Tarraco verbraucht, wenn man mal ein bisschen länger unterwegs ist. Wir machen dann mal immer die kürzere Geschichte mit den 100 Kilometern Stadt, Land, Fluss, hätte ich beinahe gesagt, Stadt, Land, Autobahn. Und ich habe mir jetzt gedacht, es bietet sich gerade an, ich habe aktuell tatsächlich die Zeit dafür, um einfach mal zu sagen, ich probiere so ein Auto mal auf der Langstrecke aus und habe mir ein schönes Ziel ausgesucht. Bis dahin gibt es natürlich viel Autobahn, das ist logisch, aber es gibt auf der anderen Seite dann auch vor Ort ein paar ziemlich kräftige Berge und ein paar schöne enge Kurven, weil auch vielleicht mal so ein bisschen zügiger fahren kann mit dem Auto. Und ich denke, da wir an Stuttgart vorbei müssen, werden wir vielleicht sogar den einen oder anderen Stau sehen auf der Autobahn. Wir werden wahrscheinlich mit, 99,9% Sicherheit Baustellen auf der Autobahn haben. Und ich fahre wie immer normal, ruhig und habe hier meine Klimaanlage auch wie immer auf 22 Grad eingestellt. Habe sie auf der geringsten Lüftungsstufe, das habe ich jetzt gerade nämlich noch korrigiert, die war ja noch ein höher, der geringsten Lüftungsstufe eingestellt und fahre heute bei bedecktem Himmel, aktuell 19 Grad. Wir haben so knapp Viertel vor 11 morgens und freue mich jetzt auf die Fahrt. Also, na, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich freuen soll, aber ich werde die nächsten 6 Stunden im Auto verbringen. Muss ich jetzt mal Else totschalten hier. Die nächsten 6 Stunden circa im Auto verbringen, um die erste Etappe zu fahren. Und dann haben wir vor Ort ein paar Stunden, Minuten, Tage Zeit, um uns ein bisschen die Gegend anzuschauen und dann geht es halt wieder zurück in die Heimat und damit müssten wir am Schluss so, ich würde sagen, mindestens 1100 Kilometer zusammenkriegen. Eventuell wird es auch noch mal einen Tacken mehr. Aber wir mal gucken, wie ich so durchkomme, wozu ich vielleicht unterwegs noch Lust habe, welchen Abstecher ich vielleicht noch machen kann und ich zeige euch zwischendurch, wenn ich das hinkriege, auch noch ein bisschen was von meinem Zielort, denn das ist eine Ecke, die kennt auch nicht jeder und die Straßen da oben, die sind es auf jeden Fall wert, gefahren zu werden. Und ansonsten ist es da eigentlich auch sehr, sehr schön. Wobei ich dazu sagen muss, das Wetter soll uns einen Strich durch die Rechnung machen. Aber so eine Verbrauchsfahrt kann man ja auch bei Regen machen. Und ich halte euch jetzt auf dem Laufenden, was wir jetzt so verbrauchen, wie sich der Verbrauch des Fahrzeugs entwickelt. Und dann schauen wir mal, was unser Seat Tarraco hier denn am Ende der Tour an der Zapfsäule so verbraucht hat. Mit rund 1,84 Meter Breite ist der Seat Tarraco übrigens ziemlich genau so breit wie der Seat Ateca, der kleinere Bruder. Das mehr an Raum, das holt sich das Fahrzeug hier ganz klar über die Fahrzeuglänge. Aber jetzt mal zum Design an der Front. Wenn wir uns den Wagen von vorne anschauen, dann fällt auf, er wirkt schon ein bisschen anders als die anderen Seat. Und das liegt daran, dass er der erste war, der quasi die neue Designsprache der Marke verkörpert. Das sieht man sehr gut am Grill. Der ist nämlich flacher geworden und deutlich breiter. Und bei uns, da wir die Excellence-Ausstattung haben, wichtig, wir haben diese Chromelemente hier im Grill. Normalerweise ist der Grill vorne in schwarz gehalten. Was aber, wie ich denke, wichtiger ist für alle Leute, die sich für einen Tarraco interessieren, der Wagen hat bereits in der Basisausstattung Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht und LED-Nebelleuchten inklusive Abbiegelicht in Serie mit an Bord. Finde ich ausstattungstechnisch nicht so ganz unspannend. Wenn wir uns die restliche Front anschauen, finde ich, dass er relativ sportlich und kraftvoll daherkommt. Und ganz wichtig, wir haben hier unten keine Dinge wie zum Beispiel einen angedeuteten Unterfahrschutz, die auf die Offroad-Qualitäten hindeuten. Denn das hat sich einfach gezeigt, diese SUVs sind einfach mittlerweile eher
große für den Straßenverkehr zum Beispiel, um mit der Familie unterwegs zu sein. Außerdem wichtig beim Thema Design ist bei der Front, wir haben hier diese eingefasste Motorhaube. Also nicht mehr eine Motorhaube, die hier vorne abschließt, sondern die quasi hier anstößt und die von diesem Element hier vorne eingefangen wird. Der Vorteil dabei ist, zum einen ist das Thema Aerodynamik hier besser zu verarbeiten. Das andere Thema ist, bei einem Impact, also einem Aufprall vorne, habe ich häufig den Vorteil, dass ich nur diesen Teil tauschen muss und nicht gleich die ganze Haube auch noch mit. Das sieht man heute bei sehr vielen Fahrzeugen mittlerweile. Ansonsten, wie gesagt, ich finde ihn von vorne recht kraftvoll, recht sportlich, dynamisch für so ein recht großes Auto, auch hier mit den beiden Powerdomes. Und jetzt schauen wir doch vielleicht einfach mal, wie sich der große Tarraco denn so von der Seite macht. Unser Seat Tarraco hier, der hat übrigens die Farbe, die nennt sich Dark Camouflage, also so ein Grünton, ist leider aufpreispflichtig, gehört hier zu den teureren Farbwahlen. 920 Euro, wenn ich mich nicht täusche, kostet der Lack. Jetzt aber zum Rest vom Fahrzeug. Der Wagen ist 4,74 Meter lang und damit rund 40 cm länger als ein Seat Ateca. Der Radstand beträgt 2,79 Meter und das heißt, wir haben hier rund 15 cm mehr als beim Ateca. Und das merkt man natürlich später, dann, wenn wir reinschauen, auch im Innenraum. Jetzt aber mal zum Fahrzeug und zu den Details. Wir haben hier bei uns montiert 20 Zoll Felgen. Man muss aber dazu wissen, der Tarraco kommt in der Basisausstattung mit 17 Zöller Alus, in der Excellent-Ausstattung mit 19 Zoll Alus. Diese 20 Zöller, die kann man einzeln kaufen, das kostet das Paket 980 Euro. Man kann aber auch, so wie das bei diesem Fahrzeug ist, das sogenannte Dynamikpaket kaufen. Das kostet dann 990 Euro. Und für diese 10 Euro mehr kriege ich das adaptive Fahrwerk dazu. Ich denke, muss man nicht lange drüber nachdenken, was man dann so wählt. Wenn wir uns den Wagen ansonsten anschauen, er sieht von der Seite dem Brudermodell, dem Volkswagen Touareg, nein, heißt er nicht, Volkswagen Tiguan, sehr ähnlich. Liegt an einigen Gleichteilen. Das heißt, wenn wir uns die Seitenflächen hier anschauen, ist schon sehr, sehr viel Tiguan zu sehen. Auch hier diese unterschnittene Kante, diese Designlinie, die hinten in die Heckleuchten reingeht, ist schon sehr viel Tiguan. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das Design von der Seite für ein großes SUV einfach nur passend. Wichtig bei uns ist noch, wir haben die Excellence-Ausstattung. Das heißt, wir haben hier diese Chrom-Elemente im Fahrzeug, auch die Chrom-Fensterrahmen im Fahrzeug, das ist Teil dieser Ausstattung. Und ganz wichtig, wir haben die Dachreling ebenfalls in dieser Chrom-Optik. Die ist bei den normalen Fahrzeugen in Schwarz gehalten. Und was es bei uns on top noch gibt, das sind die abgedunkelten Scheiben ab der B-Säule und auch die abgedunkelte Heckscheibe. Alles Teile dieser Excellence-Ausstattung. Wichtig wäre hier noch für das Thema Offroad-Fahren, denn unser Tarraco hat Allrad. Er bietet rund 20 cm Bodenfreiheit. Und da haben wir auch schon die erste Baustelle, A92 Richtung München. 60 km/h ist angesagt, also sparsam fahren quasi. Und da habe ich einfach mal Zeit, euch ein bisschen was zum Seat Tarraco zu erzählen. Das Fahrzeug, das wir hier fahren, das ist angetrieben oder wird angetrieben von einem 2-Liter Turbodieselmotor. Das ist ein Vierzylinder und der liefert hier im Auto 140 kW bzw. 190 PS maximale Leistung. Der hat außerdem ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern, was für das Fahrzeug völlig reicht. Der Tarraco wiegt so um 1,8 Tonnen ungefähr leer. Und natürlich haben wir hier ebenfalls mit an Bord, Gott sei Dank für mich, ein DSG, also ein Automatikgetriebe. Und der Tarraco hat das sogenannte 4Drive, also das Seat Allradsystem. Das heißt, wir reden von einem Auto, das im Grunde genommen einen Frontantrieb hat, aber eben bei Bedarf das Heck oder den Heckantrieb dazu schaltet. Das ist aktuell das größte SUV der Marke und wird es wahrscheinlich auch bleiben und wird im Grunde genommen gebaut auf der gleichen Plattform wie zum Beispiel ein VW Tiguan oder einige andere Fahrzeuge aus dem VW-Konzern, wobei es hier eben um die langen Version geht und da ist es, glaube ich, vergleichbar eher mit dem Tiguan, ich glaube Allspace heißt der, oder zum Beispiel mit einem Skoda Kodiaq. Der Verbrauch, den Seat für das Fahrzeug angibt, der liegt bei 5,6 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wo wir dann tatsächlich landen bei meiner Langstreckenfahrt. Denn ich bin jetzt aktuell bei 7,8 Litern, die mir das Auto hier anzeigt, also schon mal den ganzen Tacken drüber.
Und mein Plan ist es eigentlich, auf der Autobahn zügig zu fahren. Das heißt für mich wirklich so, wenn ich so eine Reise mache und sage, ich habe jetzt hier für ein One-Way über 500 Kilometer vor mir, dann bin ich nicht so der Trödler. Dann bin ich nicht der Typ, der 120, 130 die ganze Zeit einen Tempomaten anlässt und einfach rollen lässt. Denn auf den Strecken sind genug Baustellen, da sind genug, werden genug Staus und ähnliches sein, dass man Umleitungen fährt und dadurch einfach massiv Zeit verliert. Und ich bin diese Strecke Stuttgart gerade erst wieder gefahren, also gerade vor 2 Tagen. Und es ist tatsächlich so, dass da Abschnitte dazwischen sind, wo es frei ist und dreispurig, wo man sehr gut gucken kann. Und da fahre ich mit dem Auto hier dann auch 180, 190 oder 200. Ich glaube, 210 ist maximal, zumindest laut Datenblatt ist das die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass der sich auch bei 200 noch völlig okay anfühlt. Da habe ich also nie das Gefühl, das Auto würde unruhig werden, nur weil es ein SUV ist. Und deswegen werde ich es einfach mal unterwegs auch mal ein bisschen knacken lassen, dass wir einmal ein bisschen schneller fahren. Natürlich immer mit dem nötigen Sicherheitsabstand und mit dem möglichst weiten Blick voraus, damit wir eben nicht in eine Situation kommen, wo wir vielleicht auf die vielen Assistenten, die an Bord sind, zurückgreifen müssen. Ein kurzer Hinweis noch an euch, ich habe jetzt hier keine Cockpit-Kamera verbaut, wie wir sie sonst kennen, die also permanent mitläuft. Ich werde das einfach zwischendurch so aufzeichnen aus der Hand, damit ihr die Daten kriegt bezüglich der Verbräuche und dieser Sachen. Das ist mir einfach zu viel Aufwand, wenn ich mit dem Auto so lange unterwegs bin. Dann weiß ich nicht, ob hier vorne diese quasi geklebte Halterung wirklich dauerhaft auf der gleichen Position bleibt. Und so wie das hier eingebaut ist, so wollte ich es eigentlich die nächsten Tage einfach belassen. Das heißt, hier wird überhaupt nichts hin und her geschoben, bleibt alles fest, so wie es ist. Und hat damit einfach für mich den Vorteil, dass ich, wenn ich fahre, einfach nur einschalten muss, kann euch das erzählen, was gerade passiert und kann euch so am besten auf dem Laufenden halten. So, jetzt habe ich die ersten 100 Kilometer hinter mir. Und jetzt schauen wir doch mal auf den Verbrauch. Ich bin relativ gut durchgekommen. Ich hatte nur am Anfang diesen bisschen mehr Verkehr in der Baustelle. Ansonsten gut durchgerollt, Durchschnittsgeschwindigkeit über 100 km/h. Das haben wir auch nicht so oft. Und habe aktuellen Verbrauch hier von 8,2 Liter auf 100 Kilometer. Also schon deutlich weg von den 5,6. Aber wir sind auch wirklich schnell unterwegs. Und hier war ich zwischendurch so mal bei 200 km/h. Darf ich das überhaupt noch sagen? Ich glaube, es heißt Kilometern pro Stunde. Zwischendurch auch mal die ganze Zeit lang 150, 160, 170. Jetzt geht es gerade wieder ein bisschen flotter los. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich melde mich spätestens nach den weiteren 100 Kilometern, um euch dann ein Update zu geben. Wo ich hier gerade so gemütlich auf der Autobahn unterwegs bin, mal kurz was zum Thema Platzangebot hier in meinem Seat Tarraco. Wie ja eingangs schon erwähnt, das Auto ist quasi gebaut auf der gleichen Basis oder Plattform wie unter anderem ein Skoda Kodiaq. Und entsprechend großzügig sind die Abmessungen hier auch. Denn ich habe hier vorne als großer Mensch, wenn ihr euch das anschaut, ich sitze wirklich bequem. Kann das Lenkrad übrigens genauso auch einstellen, wie ich es möchte, in der Höhe oder auch zu mir ziehen und da weiter reindrücken. Und habe hier, obwohl ich immer sehr aufrecht sitze, noch eine Handbreit Wasser über dem Kopf, nicht unterm Kiel. Und sitzt wirklich gut und die Dimension hier, ob das die Seiten sind, Schulterfreiraum, alles wirklich richtig gemütlich. Das gilt übrigens auch hier für die Mittelarmlehne, das ist wieder so dieses typische Modell, das wir von Seat schon kennen, höhenverstellbar, nach vorne ziehbar und dadurch wirklich angenehm. Und natürlich sieht es auf der Beifahrerseite ganz genauso aus. Das habe ich aber bis auf dieses Breitengefühl auch in meinem Ateca. Einige von euch, die das öfter gucken, werden das wissen. Ich fahre privaten Cupra Ateca und das habe ich tatsächlich im Ateca auch, dass ich vorne so gut sitze. Der Unterschied, der wirklich große Unterschied, der passiert auf der Rückbank. Denn der Tarraco, der bietet auf der Rückbank, ich würde jetzt mal sagen, ähnliche Maße oder Räume, wie es ein Skoda Kodiaq tut. Und das ist für mich eines der Autos, gerade im SUV-Bereich, wo man wirklich richtig Platz hat. Und das gilt für diesen auch. Also selbst hinter mir ist noch so viel Platz, dass ich wette, dass ich richtig bequem hinter mir sitzen kann. Das probieren wir natürlich wieder bei einem separaten Stop mal aus. Aber alleine schon mal die Tür aufmacht und reinschaut, ohne dass ich meinen Sitz vorne verstelle, sieht man sofort, da ist wirklich richtig Platz.
So, jetzt kommt wieder der obligatorische Test, nämlich wie viel Platz ist eigentlich hinter mir. Ich lasse meinen Sitz vorne mal so, wie er war. Und jetzt schauen wir mal hinten rein. Erstmal fällt auf, große Tür und die geht schön weit auf. Und jetzt klettere ich da mal rein. Jetzt passt auf. Ups. So, jetzt sitze ich hinter mir. Wie man sehen kann, ich habe hier nichts verstellt. Ich habe vor meinen Knien noch Platz. Im Moment ein bisschen weniger dank dieser Tische hier, aber das sind 5 cm locker. Das ist für einen großen Menschen wie mich nicht wenig. Wichtig ist aber, Kopffreiheit habe ich zwar noch, also ich passe rein, aber durch das Panoramaglas, was ich hier drin habe, denke ich mal, fehlt mir ein ganz klein bisschen, was vielleicht noch da wäre, wenn wir das Glasdach nicht hätten. Aber nichtsdestotrotz ist es bequem genug, auch für einen großen Menschen. Wir haben ja hinter uns noch eine Reihe. Also wir haben ja den 7-Sitzer. Das ist im Moment sehr eng. Also da ist eigentlich kein Fußraum oder fast kein Fußraum mehr verfügbar. Aber wenn ich hier jetzt ein Kind reinsetzen würde, selbst hinter mich, dann könnte ich Folgendes machen. Diese Sitzbank kann man verschieben. Und zwar einmal zu 60%, glaube ich, sind es, einmal zu 40%. Und das heißt, ich kann ihn nach vorne bringen und kann so hier den Platz anpassen und hinter mir dafür sorgen, dass derjenige einfach ein bisschen bequemer sitzt, ein bisschen mehr Platz hat. Und das macht für mich absolut Sinn, denn dann passen tatsächlich in dieses Auto 2, 5, 7 Leute rein. Und ich wette mit euch, wenn ihr Kinder auf der Rückbank habt und auf dem Notsitz hinten, die haben einen Heidenspaß, denn dafür reicht der Platz allemal. So, die 200-Kilometer-Marke ist gefallen und schauen wir nochmal am Verbrauch. 8,8 Liter hier aktuell die Anzeige. Ja, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Also ich war zwischendurch bei 9 Litern, muss ich dazu sagen. Ich war aber auch zwischendurch bei über 120 Kilometern in der Stunde im Durchschnitt. Also wirklich flott. Die Strecke war eine ganze Zeit lang super frei. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen. Ich hatte jetzt gerade eine lange Baustelle, die ich durch musste. Also dadurch hat sich der Verbrauch wieder ein bisschen berappelt. Aber das ist ja genau das, was diese etwas längere Strecke so spannend macht. Dass man eben Passagen dazwischen hat, wo man richtig schnell fahren kann. Und das, wie gesagt, habe ich ja vorher erzählt, nutze ich dann auch aus. Und eben aber auch Passagen hat, wo wir hier jetzt zum Beispiel gerade eine 100er Begrenzung kommt. Oder wo eben, obwohl bis hierhin keine Begrenzung war, die Leute einfach langsamer, weil es regnet oder weil viel Verkehr ist oder was auch immer. Und wo sich halt eben dann der Verbrauch so mal wieder hochschaukeln kann, wenn es schnell geht, und mal wieder ein bisschen beruhigen kann, sagen wir es mal so, wenn es eben etwas langsamer geht. Und das ist halt, wie gesagt, am Ende des Tages, wie ich denke, wenn wir so über 1000 Kilometer fahren, eine ganz gute Mischung, um eben zu zeigen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einem Auto in Urlaub fahre oder mit so einem Auto jetzt im Vertrieb innerhalb Deutschlands unterwegs bin, viel Autobahnstrecken dazwischen, immer mal wieder Strecken auf den Landstraßen dazu, aber eben im Verhältnis mehr Autobahn, weniger Landstraße und Stadt, dann wird dieser Test sicherlich gut dazu passen. Und ich denke, das wird auch nicht der letzte Test dieser Art gewesen sein. Ich denke, da werden wir noch ein paar mehr von machen, einfach mal um so eine etwas längere Strecke auszuprobieren. Da muss ich jetzt dran und deswegen melde ich mich gleich wieder. So, jetzt habe ich auch die 300 Kilometer Marke endlich geschafft und hatte zwischendurch Baustellen, hatte zwischendurch einen schönen Stau, also richtig schön, ein paar Kilometer Stop and Go, braucht kein Mensch. Und ja, damit ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit massiv nach unten gegangen. Bin jetzt nur noch bei knapp unter 100 Kilometern pro Stunde. Der Verbrauch hat sich ein bisschen beruhigt. Das sind jetzt 8,4 Liter auf 100 Kilometer. Da bin ich mal gespannt, wo die Reise da noch hingeht. Ich habe mir übrigens für alle, die denen auffällt, dass das mit der Uhrzeit hier im Auto gerade nicht hinkommen kann, eine kleine Pause gegönnt. Also ich habe mal kurz so bei etwas mehr als der Hälfte, so bei 270 Kilometern rund, habe ich mal einen kurzen Stopp eingelegt. Übrigens habe ich eine ganz interessante Sache hier während der Fahrt mittlerweile herausgefunden. Ihr wisst das sicherlich schon. Die neuen Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen, die haben für gewöhnlich alle einen Spurhalteassistenten an Bord, damit man eben für das Fahrzeug bei der Euro NCAP die volle Punktzahl kriegt, also die möglichst hohe Bewertung. Da ist das nämlich Vorschrift. Und
da muss es auch so sein, dass dieser Spurhalteassistent beim Start des Fahrzeugs immer eingeschaltet ist. Den kann man hier relativ schnell abschalten, einfach nur einmal hier außen auf dem Blinkerhebel draufdrücken, dann mit OK auf der rechten Taste hier am Lenkrad bestätigen und dann ist er aus. Aber nichtsdestotrotz, auf der Autobahn finde ich es immer ganz praktisch, wenn man ihn anhat. Das einzig Spannende ist hier, wenn man mit Tempomat fährt und eben diesen Spurhalteassistenten dann noch anhat und man hat zum Beispiel eine Baustelle oder auch so eine Straßenführung, in der auf dem Boden noch Reste zu sehen sind von einer Spur, die entweder geradeaus weiterläuft beziehungsweise die plötzlich zur Seite geht, zum Beispiel so einer ehemaligen Baustellenumleitung auf die beiden rechten Spuren, dann möchte das Auto immer gerne dieser Spur folgen. Da kann ich also nur sagen, wenn ihr, wie gesagt, so fahrt, achtet drauf, was ihr auf der Straße seht. Euer Auto sieht das nämlich auch und versucht sich dann entsprechend den Weg zu bahnen. Da muss man dann mal kurz gegenhalten, ist kein Problem, aber das sollte man wissen, schadet bestimmt nicht. So, die 400er Marke ist gefallen und ich bin jetzt unterwegs 4 Stunden 13, also rund 4,25 Stunden. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit liegt jetzt bei 95 Kilometern pro Stunde und aktuell liegt der Verbrauch angezeigt im Durchschnitt bei 8,5 Litern. Also schon ein Hauch weit weg vom angegebenen Wert, aber wir sind jetzt auch nicht so langsam unterwegs gewesen. Und nur weil ich jetzt am Schluss so ein bisschen trödel, weil hier Unmengen an Baustellen und Verkehr ist, heißt das nicht, dass ich am Anfang nicht wirklich Feuer gegeben habe. Das fahre ich garantiert nicht wieder rein, denn da kann ich noch so langsam fahren. Das ist weg. So, aber nichtsdestotrotz, jetzt geht es hier für mich wieder durch eine Baustelle. Und während ich hier gerade so durch die Baustelle rolle, mal eine Sache, die bei dem Fahrzeug hier mir tatsächlich auffällt und wo ich euch frage, falls ihr einen Tarraco habt, ob das bei euch auch so ist. Wenn ich mit dem Wagen auf der normalen Autobahn hier fahre, habe gemütlich meine Hand am Lenkrad und führe das Fahrzeug ganz normal, fahre aber mit dem Tempomat, mit dem adaptiven Tempomaten und eingeschalteten Spurhalteassistenten. Das heißt, das Fahrzeug könnte theoretisch selbst die Spur halten. Dann habe ich es, obwohl ich wirklich zum Teil beide Hände am Lenkrad habe oder eben so wie jetzt eine Hand am Lenkrad habe, immer wieder, dass die Warnmeldung kommt, Hände ans Lenkrad. Und das heißt, ich muss dann wirklich so machen, also das Lenkrad wirklich bewegen, damit er merkt, dass ich nicht eingeschlafen bin. Es ging gerade eben sogar so weit, dass ich das nicht beachtet habe. Ich habe einfach gerade ausgeguckt und habe nicht ins Cockpit geschaut, habe die erste Warnung übersehen, dann wird die rot, glaube ich, dann kommt die Warnung etwas intensiver und dann kommt so ein kurzer Bremser, um den Fahrer wach zu rütteln. Ich hatte aber die ganze Zeit die Hände am Lenkrad. Ich glaube, dass das System ein bisschen empfindlicher sein müsste. Das heißt, in dem Moment, wo ja von mir ein Impuls kommt, der vielleicht nur so ist, denke ich, müsste das System das schon mitkriegen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass man da vielleicht nachbessern sollte. Denn das ist tatsächlich was, wo ich jetzt gerade überlegt habe, ob ich nicht einfach während der Autobahnfahrt den Spurhalteassistenten wieder ausschalte, weil es mich tatsächlich ärgert. Denn das Auto liegt ruhig, wir haben kaum Seitenwind, ich rolle einfach vor mich hin und führe das Auto ganz normal, ohne große Lenkeingriffe. Und er scheint es nicht zu merken, dass meine Hand am Lenkrad ist. Da bitte eure Infos, wenn ihr das auch schon gehabt habt, bei diesem oder einem anderen Fahrzeug, würde mich das extrem interessieren. Wo wir gerade so schön hier auf der Autobahn unterwegs sind und wieder mal mit Tempomat fahren, mal ein paar kurze Sätze zum Thema Qualität der Materialien und der Verarbeitung. Ich bin grundsätzlich ein Freund von Seat. Ich mag Seat tatsächlich und ich finde auch, dass Seat sowohl im Exterior wie auch im Interior Design einen sehr guten Job macht. Wir haben hier im Tarraco, hier oben zum Beispiel Softtouch Materialien, aber sehr dünn gepolstert. Wir haben ein sehr weich gepolstertes Armaturenbrett. Wir haben hier an der Seite Stoffeinlagen. Wir haben aber Griffe aus Kunststoff, eine Unterschale aus Kunststoff, die innen wiederum verkleidet ist. Wir haben eine Mittelkonsole aus Kunststoff. Wir haben eine, auch hier das Handschuhfach
ist hart. Also hier ist relativ viel Kunststoff. Und was ich so ein bisschen schade finde, ich kann mit dem Kunststoff leben, weil der sieht gut aus. Das, man sieht also kaum den Unterschied zwischen dem Softtouch-Bereich und dem Kunststoffbereich. Das ist völlig in Ordnung, hier knarzt auch nichts. Also ist alles gut verarbeitet, alles sauber, wie es sein soll. Und nebenbei habe ich noch dieses schöne, recht einfach gehalten, also weil nicht so verspielt mit 1000 verschiedenen farbigen Ziernähten, einfach gehaltene, sehr schöne Lederlenkrad. Aber was mich tatsächlich stört, ist, ich habe hier praktisch der Bereich, auf der so unterschnitten ist, auf dem auch das Navigationssystem aufgesetzt wurde, das Infotainment-System aufgesetzt wurde, da hat so eine, ich würde sagen, früher hätte man gesagt, Esche-Grau-Optik. Also so eine Holzoptik in einem Hellton, in einem ja, Grau-Schwarzton. Finde ich eigentlich richtig schön. Gefällt mir richtig gut, weil das ist modern und trotzdem hat es was Klassisches. Aber das ist auch Kunststoff. Und diese Oberfläche, wenn man die das erste Mal anfasst, das fühlt sich alles wie hohl. Kann man, müsst ihr mal ausprobieren, im Autohaus vielleicht. Das finde ich schade. Das, mir gefällt die Optik, ich guck mal, das zieht sich komplett durch, von hier bis darüber. Ist das ein durchgehendes Element, wirklich schön gemacht, aber das, hört ihr das? Das gefällt mir nicht. Ist vielleicht persönliche Meinung. Ansonsten, wie gesagt, hier drin Verarbeitung, Material, also grundsätzlich die Materialien gehen für mich völlig in Ordnung. Und ich finde vor allen Dingen, dass man sich hier sehr wohlfühlen kann. Ein Grund dafür, dass ich mich hier drin so wohlfühle, das sind die Sitze, die wir hier im Auto haben. Das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, Sportsitze, weil wir die Excellence-Ausstattung fahren. Da hat die, glaube ich, serienmäßig. Man sitzt wirklich gut, hat genug Seiten, halt, gerade wenn man sich so richtig reinlädt, cool. Was man toll machen kann, ist hier, zeige ich euch mal kurz, die Kopfstütze verschieben. Nach vorne und nach hinten finde ich super, dass ich nämlich nicht so weit nach hinten falle, falls ich mich mal anlehnen möchte. Gefällt mir richtig gut. Wir sind echt bequem, genug Seiten halt. Und ich bin jetzt schon über 4 Stunden im Auto und merke, überhaupt nicht, dass ich irgendwie ermüde. Also es ist wirklich sehr angenehm. Was mir hier überhaupt nicht gefällt, kann man aber Gott sei Dank anders kriegen, ist das Dekor dieser Sitze. Weil die sind so grau mit braun. Ich glaube, es soll Alcantara sein oder ist Alcantara. Aber braun. Ich weiß nicht, wer die Farbe ausgesucht hat, aber das geht für mich überhaupt gar nicht. Schaut es euch gleich mal im Detail an. Wir blenden ja wieder Bilder ein. Das ist für mich ein Ding, also ich glaube, wenn man mir das Auto so hinstellt, würde ich sagen, nimm die Sitze raus, kauf mir neue. Damit würde ich nicht jeden Tag fahren wollen. Aber es liegt tatsächlich nur an der Farbe. Thema Rundumsicht im Tarraco. Also erstmal hier oben, wir haben das Panoramaschiebedach im Auto. Da kann man schon ein bisschen rausgucken. Da gibt es schon ein bisschen was zu sehen, also ne? Fährt immer noch nach hinten der Schutz. Ich denke, das ist groß genug. Das kann man auch dann wieder zumachen mit einem Knopfdruck. Also nach oben kann man genug sehen. Nach vorne raus finde ich die Sicht wirklich in Ordnung. Wir haben hier eine A-Säule, die ist, ja, ist nicht zu dick. Also gerade wenn man so dicht dran sitzt, stört die eigentlich nicht wirklich. Die Seitenscheiben finde ich von der Höhe her völlig in Ordnung. Wir haben eine relativ hohe Schulter, aber immer noch reichlich Platz. Und was hier ganz schön ist, wenn jetzt hinten die Kopfstütze, bei mir sind die Kopfstützen hinten nicht unten, man nach hinten rausguckt, man hat eine vernünftige Sicht durch die Heckscheibe. Das ist nicht so wie bei vielen Coupés, die wir schon gehabt haben, oder gerade bei SUV-Coupés, wo man nach hinten raus nicht gucken konnte, das kann man hier sehr gut. Darüber hinaus, zum Thema Rundumsicht, haben wir hier Parksensoren verbaut, eine Rückfahrkamera und, wenn ich mich richtig erinnere, auch die 360-Grad-Kamera mit der sogenannten Draufsicht. Und damit fällt es hier nicht besonders schwer, mit dem Fahrzeug zu rangieren und da einzuparken. Und insgesamt ist es so, dass ich wirklich für mich persönlich sehr genau weiß, wo endet das Fahrzeug. Und damit ist er gut zu handeln. Also wie gesagt, Rundumsicht im Auto, denke ich, ist völlig okay. Am Heck des Seat Tarraco erfahren wir auch, was für ein Auto wir fahren. Steht nämlich groß an der Seite. Seat Tarraco, ganz wichtig, auf der anderen Seite steht 4Drive, denn unser Fahrzeug ist allradgetrieben. Es gibt ihn aber auch als Fronttriebler. Außerdem, wie ich finde, ganz wichtig am Heck ist, wir können uns hier unten diesen unteren Bereich anschauen. Es gibt keine
Fake-Auspuffblenden mehr. Es gibt angedeutete Auspuffendrohre, aber das ist hier einfach nur ein klassisches Designelement. Wichtig ist außerdem, dass wir hier diese Kunststoffbereiche sind, diesen schwarzen Kunststoff, und der zieht sich im Grunde genommen von vorne über die Seite bis ans Heck. Das soll dem Auto so ein bisschen Offroad-Charakter geben und hat natürlich den großen Vorteil, dass man Steinschläge und Ähnliches hier nicht sofort mit Lackplatzern bezahlen muss. Ansonsten am Heck ganz wichtig: Rückleuchten in LED-Technologie, ebenfalls wie der Serie bereits in der Basis. Und wir haben diesen Reflektor hier in der Mitte, der sieht so ein bisschen aus wie ein Leuchtband, ist aber leider nicht aktiv, ist tatsächlich nur ein Reflektor, sorgt aber dafür, dass er die beiden Rückleuchten miteinander verbindet und dem Auto so von hinten mehr Breite gibt. Außerdem ein wichtiges Detail, wie ich finde, ist hier auch die, sag mal, etwas stärker ausgeformte Schulter des Fahrzeugs, und insgesamt steht er damit von hinten, wie ich finde, sehr ordentlich und satt auf der Straße. Eine Sache noch zu den Lichtern: die sind nicht nur serienmäßig mit LED-Technologie, sondern hier gibt es etwas kostenlos, was man woanders teuer bezahlen muss, nämlich einen dynamischen Blinker am Heck. So, jetzt könnt ihr hier schon mal sehen, wir sind mittlerweile in Frankreich angekommen. Denn das ist das Ziel meiner Tour. Und zwar sind wir dann in der Nähe von Mühlhausen oder Mühlhus, wie die Franzosen das hier schreiben. Da ist gerade Mühlhus, der Zoo. Und ich habe gerade eben gesehen, man konnte unser Ziel in Anführungszeichen gerade schon sehen. Das ist nämlich ein bisschen größer. Aber da sind jetzt immer Bäume davor, beziehungsweise sind jetzt gerade hier immer die Schallschutzmauern davor. Aber jetzt, wenn man gerade ausschaut, dann kann man das schön da oben am Horizont sehen. Ich weiß nicht, wie gut das Bild ist von der Kamera nach vorne raus. Wahrscheinlich nur schemenhaft erkennbar. Diese kleine Hügelkette quasi, die ihr da hinten seht, nämlich die Vogesen. Das ist das Ziel. Und dort gibt es eine Strecke, die wird euch gefallen, die ist sehr schön. Die kennen einige von euch vielleicht auch. Die ist nämlich eine, ja nicht eine Straße, es ist eine Strecke, die sich tatsächlich das ganze Land zieht. Und die man an den unterschiedlichsten Punkten fahren kann. Bin ich zum Beispiel auch schon mal gefahren in, wo war denn das? Bei einer Fahrveranstaltung von einem anderen Hersteller. Bin ich da auch schon gefahren, aber in einem völlig anderen Teil Frankreichs. Also würde ich jetzt mal sagen, wir fahren jetzt noch das Stückchen weiter. Wir haben jetzt 489 Kilometer runter und bei 500 melde ich mich ja sowieso wieder. Wo wir ja gerade so nett und entspannt plaudern, mich würde übrigens interessieren, ob euch dieses Format, also das mit der Verbrauchsfahrt, weiß ich, gefällt. Aber wie gefällt euch eigentlich diese Idee, diese Verbrauchsfahrt quasi zu verlängern? Das heißt zu sagen, wenn die Möglichkeit besteht, fahr ruhig mal eine lange Strecke. Sag uns mal, wie ist es auf der Autobahn mit dem Auto? Wie fühlt es sich an? Was verbraucht so ein Wagen? Und im Zweifelsfall würde mich vor allen Dingen auch mal interessieren, was ihr noch für Informationen haben wollt. Also zum Beispiel über die Dinge hinaus, die ich jetzt hier während der Fahrt so vor mich hin plaudere, und während über die Dinge hinaus, die ich normalerweise bei den stehenden Moderationen dann noch dazu packe, würde mich tatsächlich interessieren, ob ihr irgendwie gemeinsam, ob mehr als einer von euch irgendeine bestimmte Information zum Auto immer gerne hätte. Denn wenn das realisierbar ist, kann man es ja grundsätzlich jederzeit einbauen. Den Seat Tarraco, den gibt es als 5- und als 7-Sitzer. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir hier eine ganze Palette unterschiedlichster Volumenangaben für den Kofferraum haben. Ich versuche die jetzt mal zusammenzukriegen. Also, wenn wir einen 7-Sitzer haben, haben wir hinter der zweiten Sitzreihe hinten noch 230 Liter Kofferraumvolumen über. Das ist so ein bisschen Kleinwagensegment, würde ich mal sagen. Wenn wir den dann umklappen hier hinten, geht relativ leicht von hier aus. Einmal kurz ein bisschen drücken. So. Dann bietet der 700 Liter Ladevolumen. Wichtig, als 5-Sitzer wäre das die normale Konfiguration. Da wären es schon 760 Liter. Dann habe ich die Möglichkeit, die Rücksitze nochmal umzuklappen. Und zwar von hier, ganz bequem. Und dann wächst das Volumen von unserem 7-Sitzer an auf 1765 Liter. Wenn es ein 5-Sitzer wäre, hätten wir sogar 1920 Liter. Also damit fast schon Maße von einem Skoda
Kodiaq. Was mir hier nicht so gut gefällt, ist, dass dieser Abschluss hier entsteht. Der liegt daran, dass wir die Siebensitzer-Variante haben und von hier aus komme ich ans Reserverad, an den Wagenheber und diese Dinge. Ich finde das einfach hier optisch nicht so schön gelöst. Diese Kante hier stört mich so ein bisschen, es fällt vor allen Dingen, auch wenn man eben diesen Ladeboden sieht, der aber insgesamt dann trotzdem komplett glatt ist. Ich würde allerdings trotzdem immer den Siebensitzer bestellen, der kostet nur 800 Euro Aufpreis und bietet einfach dann deutlich mehr Flexibilität als der Fünfsitzer. Vor allen Dingen interessant, denke ich, für Familien, gerade mit jungen Kindern, wo man hier oder da mal vielleicht dann doch eine halbe Fußballmannschaft zum Training bringen soll. So, da kann man jetzt wieder sehr schön die Berge sehen und nebenbei, ich habe die 500 Kilometer Marke geknackt. Aktuell 8,3 Liter im Durchschnitt, 96 Kilometer pro Stunde, um nichts Falsches zu sagen, gefahrene Geschwindigkeit. Sitze jetzt reine Fahrzeit 5 Stunden 15 im Auto. Kann ich mit leben, finde ich, ist völlig in Ordnung. Und ihr habt da hinten wieder, wie gesagt, einen schönen Blick auf die Berge, auf die ich es heute abgesehen habe. Ich fahre jetzt noch so über den Daumen 20 Minuten, dann sollte ich da sein. Und kurz bevor ich da bin, schauen wir noch mal da drauf, wie viel hat er eigentlich wirklich gebraucht. Denn, ganz wichtig, am Schluss der Strecke kommt der Weg nach oben. Denn wir wollen auf den Berg. Und zwar fast bis nach ganz oben. Ganz oben geht mit dem Auto jetzt so nicht heute, aber wir kommen schon relativ weit hoch. Ich meine, wir sind dann so etwas über 1000, 1200 Meter über normal Null. Und da muss das Auto ja hochkrabbeln und deswegen wird sich der Verbrauch wahrscheinlich nach oben bewegen. Würde ich jetzt mal so grob drauf tippen. Ich werde die Strecke allerdings nicht so fahren, wie ich sie normalerweise hochfahre. Denn das wäre verbrauchstechnisch suboptimal. Also ich werde schon zügig fahren, weil die Strecke sehr schön ist. Aber ich werde da jetzt nicht hochfahren nach dem Motto, alles was geht, das muss nicht sein. Und vielleicht machen wir es einfach so, dass ich euch gleich nochmal dazu schalte, wenn ich quasi am Fuße des Berges bin, sozusagen bevor der Endspurt startet. So, jetzt habe ich hier 512 Kilometer rund runter. 8,2 Liter ist der aktuelle Wert, den ich bei mir hier im Durchschnitt jetzt erfahren habe, durch diese ruhige Fahrt über Land die letzten paar Kilometer. Und jetzt geht es hier in den Wald und hier geht es jetzt den Berg rauf. Das Navi zeigt aktuell rund 380 Höhenmeter. Schauen wir gleich mal, wie hoch wir noch kommen. Ich fahre jetzt erstmal hier ein bisschen mit euch spazieren, mal an dem vorbei. Und jetzt können wir hier mal gemütlich hochfahren. Das Gute hier ist, der Tarraco hat einen Sportmodus und den nutzen wir jetzt auch. Das ist nämlich dann, ups, da ist das Ding mal auf Sport umgestellt, damit ist er ein bisschen härter. Und vor allen Dingen ist der Motor auch im Sport. Lenkung hatte ich die ganze Zeit auf Sport gestellt, ansonsten bin ich natürlich im normalen Modus oder Komfortmodus gefahren. Aber hier für diese Strecke macht das schon Sinn. Ich hoffe, ihr genießt die Fahrt, denn die Strecke hier ist wirklich sehr schön. Das ist also auch eine Geschichte, wo ich überlegt habe, mal eine Story zu machen, wie ich sie bei mir immer mal wieder mache mit den schönsten Straßen. Einfach mal so eine Geschichte über die Strecke hier. Denn ich glaube, das wäre was, was so manchen auch interessieren würde, hier vielleicht mal mit dem Motorrad herzukommen oder mit einem kleinen, schnuckeligen, sportlichen Auto. Das Schöne hier sind die Spitzkehren und was ich immer ganz gut finde, wenn man so eine Strecke kennenlernen will, wenn man vielleicht noch nicht so oft gefahren ist, immer eher den Berg rauf, weil habt ihr einfach mehr Traktion und das Auto hält vor allen Dingen im Zweifelsfall an und hat nicht noch seine eigene Last zu schieben, wenn ihr auf eine Kurve zurollt und euch vertut. Aber was hier immer hilft, finde ich, ist natürlich angepasstes Fahren, aber auch zwischendurch mal den Blick aufs Navi. Denn dann könnt ihr im Zweifelsfall die Spitzkehre sehen, bevor ihr sie seht, sozusagen.
So, hier sind wir jetzt 70 erlaubt. Nur so als Tipp, ich fahre jetzt hier durch die Kurve mit 50. Also mit 36 aktuell. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie sich das mit 70 anfühlen muss. Ich denke mal, das schafft ziemlich hier wohl kaum einer. Was man hier übrigens sehr schön mitkriegt, ist, wie leise das Fahrzeug bezogen auf den Motor ist. Denn der dreht schon ein bisschen. Und trotzdem ist es hier ruhig. Also ich drehe jetzt hier mit 3000, 3500, fast 4000, bevor er schaltet. Dafür ist er, wie ich finde, relativ leise. Voll durchtrete, so ab. Ah, jetzt kommt der Motor langsam raus. Das ist aber auch schon bei über 4. Das ist mal 4,5 schaltet er jetzt. Da kann man ihn schon deutlicher hören, aber immer noch richtig gut gedämpft. Kleiner Hinweis noch von mir, wenn ihr so eine Strecke fahrt, tut euch selbst den Gefallen. Haltet euch an die Vorschriften, fahrt nicht zu schnell, gerade wenn ihr die Strecke nicht kennt. Das Problem hier ist genau wie auf allen anderen schönen Straßen, so wie das jetzt zum Beispiel. Ihr könnt euch noch so gut auskennen, kommt ihr um die Kurve, gerade bei diesen schönen Strecken mit den Haarnadelkurven und mit diesen schönen langgezogenen Kurven, kommt um die Ecke, könnt stumpf nichts sehen, weil hier alles grün drumherum ist. Dann ist da ein Fahrradfahrer, der den Berg rauf kraxelt und dadurch für ein bisschen mehr Straße braucht, oder das habe ich auch schon gehabt aus der Natur. Wir kommen ein Wohnmobil entgegen, das plötzlich meint, das müsste die Kurve schneiden. Oder ein LKW, auch sehr schön. So ein Sattelzug in der Spitzkehre. Und dann ist Schicht im Schacht. Und deswegen denke ich immer, flott fahren ist cool, macht Spaß. Zügig fahren macht wirklich Spaß. Aber immer noch so, dass ihr Reserve habt, damit ihr im Zweifelsfall Zeit habt, die Jacke aufzumachen, den Anker rauszuwerfen, damit die Kiste rechtzeitig zum Stehen kommt, bevor es scheppert. Diese Strecke hier ist jetzt was fürs vorsichtige Fahren, denn hier kommen schon mal Leute entgegen, die man dann wirklich gar nicht sehen kann. Und hier kommen vor allen Dingen auch Autos entgegen auf der schmalen Strecke. Und hier passen eigentlich knapp zwei nebeneinander, wenn man Glück hat. Und es ist wie erwartet, unser Verbrauch hat sich nach oben verschoben. Wir haben jetzt hier ganz kurz vor der Ankunft 8,4 Liter auf 100 Kilometer, also alleine auf diesem kurzen Stück 0,2 Liter mehr, den Durchschnittsverbrauch auf einer Strecke von 522 Kilometern nach oben verschoben. Da seht ihr mal, wie viel mehr der Wagen hier quasi gebraucht haben muss. Aber ich bin jetzt da und den Rest der Strecke, den schauen wir uns jetzt direkt im Anschluss an. So, und jetzt geht es wieder Richtung Heimat. Nachdem wir hier ein bisschen rumgefahren sind, jetzt hört ihr hier das Piepen von den Sensoren, die der Meinung sind, ich kann ohne sie nicht auskommen. Ich schalte die mal aus. Jetzt geht es zurück, ein kurzes Stück Waldweg, nachdem ich hier ein bisschen unterwegs war. Hier oben habe ich übrigens auf den Kurzstrecken so also 30 Kilometer, meistens bergauf, bergunter, so einen Durchschnittsverbrauch gehabt von rund 11 Liter. Das Auto zählt halt jetzt wieder ab Abfahrt, aber ich habe die Gesamtkilometer nicht zurückgesetzt und werde jetzt einfach mal den Rückweg antreten, also rund wieder 550 Kilometer, nicht ganz. Mal schauen, wo wir am Ende unserer Fahrt bleiben. Heute ist das Wetter gut, wir haben jetzt hier, ich glaube, so 16, 17 Grad gerade, fahren jetzt wieder ganz gemütlich los, auch jetzt wieder Klimaanlage auf kleinste Stufe bei der Lüftung. Und fahren jetzt erstmal den Berg runter. Das sollte uns am Anfang einen relativ guten Verbrauchswert geben. Da geht es erstmal nur nach unten und dann geht es wieder über die Autobahn. Bis jetzt hat der Wagen sich gut gemacht. Vollgetankt habe ich natürlich auch. Sodass wir nachher am Schluss einen exakten Wert kriegen, wenn ich nämlich dann, nachdem ich nach Hause gekommen bin, wieder an die Tankstelle fahre und den Wagen wieder einmal voll mache. Dann haben wir einen genauen Wert mit der genauen Kilometerangabe und dann können wir herausfinden, wie viel braucht so ein 190 PS
Tarraco eigentlich tatsächlich, wenn man ihn auf der Autobahn, sofern es geht, auch mal flotter fährt, auch mal im Stau steht und vielleicht wirklich mal rund 1000 Kilometer damit fahren soll. An unserem Ziel hier oben, am sogenannten Hartmannsweiler Kopf, liegt ein Stellungskriegsschauplatz aus dem Ersten Weltkrieg. Und das war eben oben dieser sogenannte Kopf, der Hartmannsweiler Kopf, wenn man von da aus das ganze Tal einsehen kann. Und heute ist das Ganze grün, komplett überwuchert. Man kann einige der Stellungen noch sehen, weil sie aber freigegraben und freigearbeitet wurden. Und früher, während der Kriegszeit, war da oben absolut nichts. Das war eine einzige Betonwüste ohne jeglichen Baumbestand. Gott sei Dank hat sich die Natur das wieder zurückgeholt. Deswegen ist es heute so schön, da oben zu wandern. Und der Blick ist halt wirklich großartig. Davor gibt es dann noch ein Ehrenmal mit einem großen Friedhof. Mittlerweile gibt es neu am sogenannten Silberloch, falls ihr hier mal hochfahrt, so eine Art Museum, wo man dort mal durchgehen kann. Kann sich mal ein bisschen die Geschichte oder die Dokumentation der Geschichte dieser Region hier anschauen. Wen das interessiert, das ist spannend. Vor allen Dingen ist es eigentlich ganz schön, wenn man hier hochfährt. Die Strecke ist einfach sehr schön. Vor allem kann man von hier weiterfahren zum Grand Ballon, die Rue de Crête. Wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Und hat im Endeffekt einen schönen Zwischenstopp mit diesem Silberloch dort. Da kann man einfach mal kurz eine Pause machen, zweimal ein Stück wandern, zum Beispiel mal auf den Berg, auf den Aussichtsfelsen und dann die Fahrt wieder fortsetzen. Was sich aber auch lohnt, ist, wenn ihr davor, bevor ihr hochkommt zum eigentlichen Hartmannsweiler Kopf, könnt ihr links abbiegen, da gibt es ein Schild, das heißt Fermobersche Molkenrhein. Und da habe ich auch mal kurz ein Bild für euch. Das ist auch ein sehr schöner, ruhiger Platz, wo ihr unbedingt einen Kuchen probieren solltet. Die Tarte Mathilde kann ich nur empfehlen, großartig. Außerdem gibt es da oben den sogenannten Coop-Molkenrhein, denn die haben Milchwirtschaft und machen ihr Eis und ihre Sahne selber. Wer es mag, ist nicht so schlecht, aber die lassen sich das auch bezahlen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr hier seid und die haben auf, die machen im Winter zu, da ist halt Abtrieb, dann gehen die Rinder nach runter ins Tal. Wenn ihr sowas mögt, schöner Platz, um mal kurz durchzuschnaufen und mal einen Moment einfach die Landschaft zu genießen. Denn von dort aus könnt ihr auch von oben auf den Hartmannsweiler Kopf gucken, weil das noch mal höher liegt. Jetzt aber wieder zurück zum Auto, wieder zurück auf die Strecke und wir rollen hier runter. Tut unserem Verbrauch sehr gut. Aktuell sagt mir das Auto, wir haben seit Start einen Verbrauch von 5,2 Litern. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29 Stundenkilometern. Also ich denke mal, wir werden ganz gemütlich noch den Rest des Berges hinabrollen. So, jetzt bin ich wieder auf deutschem Boden unterwegs. Und das heißt für mich, ich darf wieder ein bisschen schneller fahren, dann in Frankreich heißt es halt maximal 130 auf der Autobahn, beziehungsweise häufig auch nur 110. Und das hat unserem Verbrauch ganz gut getan. Denn erst ging es lange bergab, da hatten wir zwischendurch Werte von 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Wir starten jetzt hier in Deutschland mit einem Wert aktuell von 6,2 im Durchschnitt. Wie gesagt, immer ab dem Start von heute. Und ich nehme an, wenn jetzt die Strecke hier frei wird und ich hier fahren darf, aktuell ist die Geschwindigkeitsbeschränkung 120, wenn das aufgehoben wird, dann wird sich der Verbrauch wieder deutlich nach oben bewegen. Aber mal gucken, wir haben jetzt Sonntag. Wir dürfen eigentlich keinen Ferienverkehr haben, weil die Ferien in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben letzte Woche Freitag angefangen. Von daher sollte heute nicht so viel los sein, keine LKWs. Ich denke, ich kann nachher ein bisschen flotter fahren. Bin dann mal sehr gespannt, wie unser Durchschnitt heute aussieht. Und vor allen Dingen dann, wie der Gesamtdurchschnitt bzw. der Gesamtverbrauch am Ende ausschaut, wenn ich dann bei mir vor der Haustür wieder voll tanke. Für den Seat Tarraco gibt es aktuell zwei unterschiedliche Benzinmotoren. Das sind zum einen ein 1,5 Liter Benziner, ein Vierzylinder mit 150 PS oder aber ein 2 Liter TSI, also ein Benziner mit 190 PS. Wichtig ist, den größeren der beiden gibt es dann auch mit Allrad- und Automatikgetriebe. Bei den Dieseln gibt es laut aktueller Preisliste oder Konfigurator nur einen Motor, nämlich den 2 Liter 150 PS TDI. Unser Fahrzeug hier ist aber der 2 Liter 190 PS TDI. Und ich möchte wetten, den wird es auch bald wieder im Programm geben. Ich tippe, dass der aktuell nur nicht gelistet ist wegen dieser WLTP-Umstellung. Der hat aber dann, wie gesagt, 190 PS bzw. 140 kW.
hat hier maximal 400 Newtonmeter Drehmoment zu bieten, kommt immer mit Automatik, 7-Gang DSG übrigens und Allrad, also 4-Drive, glaube ich, heißt es bei Seat. Und ganz wichtig, liefert damit hier bei dem Fahrzeug unter anderem eine Höchstgeschwindigkeit ab von bis zu 210 Kilometern pro Stunde. So, jetzt habe ich die 200 Kilometer Marke erreicht auf meinem Rückweg. Insgesamt sind wir jetzt bei über 750 Kilometern Fahrstrecke. Und nachdem ich über die Grenze war, wieder auf deutschem Boden unterwegs, hatte ich ja gehofft, ich könnte schneller fahren. Ging die erste Zeit gar nicht, da war durchgehend 120 als Begrenzung. Dann gab es ein bisschen mehr Verkehr, als ich hätte frei fahren können. Und jetzt bin ich hier gerade wieder auf der Höhe Karlsruhe. Und hier ist wieder relativ viel Verkehr, hier ist 120 vorgeschrieben. Und mein Navi hat mir gerade gesagt, vor mir liegt ein Stau, eine Gesamtverzögerung von rund 45 Minuten. Aber gut, egal. Durchschnittsgeschwindigkeit bisher 98 Stundenkilometer, also Kilometer pro Stunde, bevor da wieder jemand meckert. Und der Verbrauch ist mittlerweile bei 8,3 Litern gelandet. Der Durchschnittsverbrauch, der mir für die Rückfahrt angezeigt wird. Also weit weg von dem, was wir mal als Werksangabe betitelt haben. Bin mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, ich muss mich jetzt ein bisschen auf Stop and Go einstellen. Sieht bei mir so aus, als ob es jetzt hier nach dem Kreuz Karlsruhe, wo es dann Richtung A8 Stuttgart geht, als wenn da die größte Verzögerung auf mich wartet. Aber gut, das ist eben auch Teil von einer Autobahnfahrt mittlerweile in Deutschland, dass man eben auch mal Stop and Go dazwischen hat. Wie sich das auf den Gesamtverbrauch auswirkt, weiß ich noch nicht. Es wirkt sich definitiv auf meine Reisezeit aus, denn die hat sich gerade um über eine halbe Stunde nach hinten verschoben, bezogen auf meine Ankunftszeit logischerweise. Aber wie gesagt, ich hatte gedacht, ein Sonntagnachmittag. Mit einem Kilometer rechts fahren und der A8 folgen in Richtung München. Danke, mache ich. Ich hatte ja gedacht, ein Sonntagnachmittag kann eigentlich nur entspannt sein, aber auch ich kann mich täuschen. So, wo ich jetzt gerade hier so schön im Stau stehe, mal kurz ein paar Worte zum Preis des Seat Tarraco. Die Einstiegsvariante des Fahrzeugs ist der Wagen mit dem 150 PS Benzinmotor an Bord, Frontantrieb, wenn ich es richtig im Kopf habe, und in der Ausstattungslinie Style, und der kostet 29.980 Euro. Der Wagen ist allerdings dann schon, wie ich finde, gar nicht schlecht ausgestattet. Er hat nämlich zum Beispiel bereits ein digitales Cockpit an Bord, bereits eine Klimaanlage an Bord, einen Tempomaten an Bord, einen 8 Zoll Touchscreen hier vorne drin fürs Infotainment-System. Also schon relativ viel. Das Auto, das ich hier fahre, ist der 190 PS Diesel, also der Top-Dieselmotor in der Ausstattungslinie Excellence, also in der Top-Ausstattungslinie. Und der hat dann allerdings einen Basispreis von 43.800 Euro. Den findet ihr aber im Moment weder in der Konfiguration noch in der Preisliste. Ich nehme an, das liegt daran, dass der noch nicht durch die Zertifizierung durch ist mit dem neuen Verbrauchssystem. Und der teuerste Diesel, den ihr aktuell konfigurieren könnt, das ist der 150 PS Diesel, im Grunde genommen der gleiche Motor, nur mit weniger Leistung und dann auch als Excellence, und der fängt an bei ganz knapp unter 42.000 Euro. Wichtig ist, bei der Excellence-Ausstattung gibt es halt noch mal ein bisschen was obendrauf. Neben so einigen ganz niedlichen optischen Sachen hat der Wagen dann zum Beispiel keine 2-Zonen-Klima mehr, sondern eine 3-Zonen-Klimaanlage an Bord. Er hat dann serienmäßig bereits einen adaptiven Tempomat mit an Bord und viele andere Kleinigkeiten mehr. Und da solltet ihr einfach euch mal die Ausstattungsliste anschauen, was denn eigentlich ihr wirklich braucht und was ihr nicht braucht. Unser Auto hier, der Testwagen, so wie ich ihn gerade fahre, der liegt am Ende des Tages mit seinen ganzen Extras an Bord bei 55.000 Euro. Und damit ihr wisst, wo dieser Preis herkommt, hier mal die Extras eingeblendet, zumindest die wichtigsten mit den Preisen dazu, damit ihr seht, was hier im Fahrzeug noch so an Besonderheiten verbaut ist. Ich kann euch ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel haben wir hier im Auto das große Panorama-Glas-Schiebedach, das, wenn man das hier aufmacht, richtig Licht in die Hütte bringt. Wir haben hier so einige Dekorelemente, die anders sind. Was habe ich denn hier noch? Ja, mal nachgucken, ne? Schauen wir doch mal nach. Warte, ich sag's euch jetzt, dafür brauche ich meine Brille. Ich habe hier zum Beispiel mit drin
eine besondere Lackierung. Wir haben hier das Fahrerassistenz Plus Paket mit an Bord. Wir haben hier unter anderem eine Diebstahlwarnanlage mit an Bord. Wir haben die adaptive Fahrwerksregelung DCC mit an Bord und unter anderem auch die großen Leichtmetallräder. Also doch relativ viel an Sonderausstattung. Die Position, wie gesagt, blenden wir euch jetzt gerade ein, könnt ihr nachlesen. Und ich schreibe das auch nochmal in die Beschreibung zu dem Video mit rein, dass ihr da nachschauen könnt. Aber damit, wie gesagt, liegt er bei ganz, ganz, ganz knapp über 55.000 Euro. Ist dann aber auch ein wirklich voll ausgestatteter Tarraco. Und der, wie ich jetzt sagen kann, fährt sich sehr ordentlich. Immer noch im Stau, noch mal kurz was zum Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme. Der neue Tarraco, der kommt serienmäßig mit einem Spurhalteassistent an Bord zum Kunden. Und er hat ebenfalls serienmäßig, hier hupt wieder jemand, serienmäßig einen Tempomaten an Bord. Das ist beim Auto so unter anderem, neben den Airbags und diesen Dingen, ist das halt Standard. Es gibt aber natürlich noch zusätzliche Optionen, die man kaufen kann, wie zum Beispiel eben bei uns im Paket dann enthalten, einen adaptiven Tempomaten, eine Rückfahrkamera. Es gibt einen sogenannten Querverkehrswarner, das ist fürs Rückwärtsausparken. Es gibt, meine ich, auch das automatische Parken. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Auto habe. Wir haben ja sogar hier im Auto verbaut, dass das Fahrzeug automatisch quer und längs einparkt. Gibt da also noch viele weitere Assistenzsysteme, die man sich dazu bestellen kann, sodass man diesen Wagen wirklich sehr, sehr komfortabel ausstatten kann und natürlich auch nochmals sicherer macht als die Basis. Wichtig zu wissen, falls ihr es nicht aufgrund der anderen Videos schon wisst, mittlerweile werden eigentlich alle neuen Fahrzeuge mit einem Spurhalteassistenten ausgestattet, denn wenn man die nicht hat, dann kriegt man nicht mehr alle Punkte beim Euro NCAP und das wollen natürlich alle Leute oder alle Hersteller und das ist bei diesem Fahrzeug wie gesagt auch so. Wichtig hierbei ist jedoch auch zu wissen, der ist immer, sobald man den Motor startet, eingeschaltet, also aktiv. Und das kann relativ nervig sein. Und deswegen sollte man sich als allererstes mal anschauen, wo kann ich den eigentlich ausschalten. Denn wenn ihr zum Beispiel über Land fahrt, so eine kurvige Strecke, und habt halt immer mal wieder mal Berührungspunkte mit den Linien dann oder mit den Straßenmarkierungen, dann kann das ganz schön nervig sein. Hier beim Tarraco ist das relativ einfach, denn man kann die Übersicht der Assistenzsysteme aktivieren mit einem Druck auf den Blinkerhebel. Da ist außen so ein Knopf dran. Dann sehe ich hier die Liste der an Bord befindlichen und aktiviert oder nicht aktivierten Assistenzsysteme. Und wenn ich das mache und drücke dann hier einmal rechts am Lenkrad auf OK, dann ist der Lane Assist, also der Spurhalteassistent, aus. Drücke ich wieder links auf den Spiegel, auf den Blinkerknopf, habe ich wieder meine normale Cockpit-Ansicht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit dem Fahrzeug, sag mal, über Land unterwegs seid oder in der Stadt, weil da nervt es tatsächlich. Praktisch ist es im Stau, denn zusammen eben mit dem adaptiven Tempomaten und dem Stauassistent, den unser Wagen mit an Bord hat, kann man sich hier das Leben gerade im Stau ganz gemütlich machen. Das Auto fährt quasi mehr oder weniger von alleine durch den Stau. Und wenn man dann mal ein bisschen abgelenkt sein sollte oder nicht so die richtige Lust hat, sich zu konzentrieren auf das ewige Stop and Go, dann macht er das relativ gut und das inklusive selbstständigen Wiederanfahren. Allerdings nicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe bei meinem letzten Stau, nicht, wenn er länger stand. Also wenn er mal kurz stoppt und dann wieder weiterfahren soll, fährt er sogar von Null wieder los. Wenn er länger steht, dann müsst ihr einmal kurz aufs Gaspedal tippen und dann rollt er wieder vorwärts. Aber wie gesagt, eigentlich eine sehr schöne Funktion. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das Thema angeschnitten habe mit dem Spurhalteassistenten und dem integrierten Warner. Falls nicht, hier nochmal die Info dazu. Dieser aktive Spurhalteassistent funktioniert auf der Autobahn, auf der Landstraße überall wirklich gut. Kann man überhaupt nichts gegen sagen. Das Problem bei dem Ding ist, wenn ihr auf der Autobahn fahrt und habt jetzt, wie ich oft, den adaptiven Tempomaten an und den Spurhalteassistenten an und ihr habt einfach mal so die Hand hier auf dem Lenkrad und die fahrt halt nicht die ganze Zeit so, also mit permanent bewegtem Lenkrad, sondern ruhig, weit vorausschauen, sodass ihr sehr wenig Bewegung im Lenkrad habt, dann kommt irgendwann die Warnung, relativ schnell die Warnung, dass ihr die Hände ans Lenkrad legen sollt. Die Idee dahinter ist, das Fahrzeug darf aufgrund der gesetzlichen Vorschrift nicht autonom fahren, also
wird der Fahrer immer wieder dazu aufgefordert, bitte führe das Fahrzeug selber, denn es ist ein Spurhalteassistent. So. Und das System warnt und erwartet von mir, dass ich die Hände ans Lenkrad tue und damit eine Lenkbewegung auslöse. Wenn ich aber die Hände schon am Lenkrad habe und einfach weiterfahre, dann ist das bei dem Fahrzeug hier, und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt am Tarraco liegt oder nur an meinem Testwagen, das würde mich aber interessieren, wenn der das Problem kennt, so dass der eben nicht erkennt, dass meine Hand am Lenkrad ist, dann kommt hier nur eine optische Warnung im Display, die kann man tatsächlich übersehen, wenn man sich richtig auf den Verkehr konzentriert, dann kommt irgendwann die Warnung etwas, ja, etwas deutlicher in Rot und zum Teil auch mit dem Warnton und danach kommt ein Bremseingriff, um den vermeintlich schlafenden oder unaufmerksamen Fahrer wieder zurück ins Leben zu holen. Und das ist tatsächlich was, was mir jetzt hier bei der Autobahnfahrt schon zigmal passiert ist, dass ich einfach diese Warnung nicht wahrgenommen habe, weil ich eben nach vorne gucke und das Fahrzeug plötzlich bremst und ich denke, was ist denn jetzt los? Und es war tatsächlich dieser Spurhalteassistent. Mir scheint es so, als wenn der beim Tarraco oder bei meinem Testwagen, das weiß ich nicht, einfach nicht sensibel genug eingestellt ist, bezogen auf die Lenkbewegung, die ich ausführe. Denn ich hier nicht nur so ein bisschen das Lenkrad bewege, reicht ihm das nicht. Er braucht tatsächlich eine Lenkbewegung, die ich auf der Autobahn so nie ausführe. Und wie gesagt, da gerne Kommentare, wenn ihr das selber kennt. Ich fahre privat, wie viele von euch wissen, einen Cupra Ateca, also einen Seat, und habe das Problem überhaupt nicht. Habe auch bei bisher keinem anderen Fahrzeug aus dem Unternehmen, von dieser Marke, das Problem so gehabt. Ich würde das deswegen wirklich interessieren, ob das jetzt wirklich nur an meinem Auto liegt, das ich gerade fahre, oder ob das grundsätzlich ein Problem, in Anführungszeichen, des Tarraco ist. Da gerne kommentieren. So, die 300 Kilometer meiner Rückfahrt sind geschafft. Insgesamt haben wir jetzt 860 Kilometer roundabout gemacht und wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 8,3 Litern auf 100 Kilometer erreicht und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 88 Kilometern pro Stunde. Ich hatte jetzt zwischendurch den etwas längeren Stau, ich hatte jetzt Passagen, in denen ich etwas flotter fahren konnte, aber auch so wie jetzt wieder Passagen, wo eben 100 bzw. jetzt gerade 120 als Maximalgeschwindigkeit vorgegeben wird. Und ja, das ist halt das Ergebnis aktuell. 8,3 Fahrzeit, aktuell 3 Stunden 26 Minuten für nur 300 Kilometer. Das haben wir schon besser gesehen, aber es lässt sich halt nicht ändern. Jetzt mehrere Staus gehabt zwischendurch. Auch die Strecke, die weitere Strecke, sieht nicht sehr vielversprechend aus. Wo ich hier gerade so gemütlich vor mich hinrolle, noch ein bisschen was zum Thema Praktikabilität, Ablagen hier im Seat Tarraco. Und der bietet, ich würde mal sagen, Seat typisch vernünftige Mengen an Ablagen. So habe ich zum Beispiel vorne in den Türen große Fächer für große Flaschen, dahinter noch ordentlich Raum. Ich habe hier links unter dem Drehschalter für die für das Licht habe ich noch ein weiteres kleines Fach, das man aufklappen kann. Habe ich gerade aktuell mein Portemonnaie drin. Ich habe darüber hinaus hier in der Mittelkonsole vorne ein Fach unter der Klimaregulierung. Das übrigens auch optional, das Fach ist für das induktive Laden des Mobiltelefons oder Mobilgeräts. Dann habe ich hier zwei Becherhalter in der Mittelkonsole und dahinter unter der verstellbaren Armlehne ein weiteres Fach. Wichtig hier oder interessant hier ist, ich habe hier vorne über dem induktiven Ladefach habe ich die Möglichkeit, zwei USB-Anschlüsse zu nutzen und auch einen AUX-Eingang, glaube ich, ist da. Und noch einen Zigarettenanzünder, also eine 12-Volt-Steckdose. Interessant ist aber, diese beiden Becherhalter, die ich hier drin habe, die haben eine besondere Optik oder einen besonderen Mechanismus. Wenn man nämlich da reinguckt in das Fach, ist das eigentlich ein großes, offenes Fach. Da sind da zwei Knöpfe drauf. Wenn ich auf diesen Knopf drauf drücke, dann fahren aus diesem Ding so Klammern raus. Die halten so einen Becher oder in diesem Fall sogar zwei Becher richtig schön in Position. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wie man die benutzt, dann funktionieren die auch gut. Die kann man auch mit Hand wieder so zurückdrehen. Witzig dabei ist, ich habe mal 2007, glaube ich, also vor 12 Jahren,
einen Passat gehabt, einen Neuwagen. Und der hatte genau das gleiche System. Also nicht, dass ihr denkt, hier hätte man jetzt was Neues, ganz Innovatives erfunden. Das gibt es tatsächlich im Konzernregal bei Volkswagen schon eine ganze Zeit. Zu den weiteren Ablagen natürlich auf der Beifahrerseite ebenfalls eine große, ein großes Fach in der Tür, wirklich für große Flaschen. Ich schätze mal, da passen sogar 1,5 oder 2 Liter Flaschen rein. Natürlich ein vernünftiges Handschuhfach, vernünftige Größe, wie ich finde. Und selbstverständlich habe ich auf den Rücksitzen ebenfalls rechts und links nochmal Becherhalter und habe, glaube ich, auch nochmal hinter mir hier auch nochmal USB-Anschlüsse. Und insgesamt, so muss ich sagen, auf jeden Fall ausreichend viel Ablageraum im Fahrzeug. Kommt dem, sag mal, dem, was man an Praktikabilität von so einem Fahrzeug erwartet, in jedem Fall absolut nach. So, 400 Kilometer haben wir jetzt unseren Rückweg hinter uns gelegt. Oder gebracht, hinter uns gebracht. Ja, wollen ja Deutsch sprechen. Das war jetzt ein bisschen durchwachsen. Ein bisschen sehr viel Stau. Ein bisschen freie Fahrt, so wie jetzt gerade. Mal so mit 160, 170, 180, 190, 200 sogar zwischendurch. Und jetzt wieder so 150. Durchschnittsverbrauch jetzt 8,6 Liter auf 100 Kilometer auf der Rückfahrt. Und ich habe jetzt noch so, naja, über den Daumen 140 Kilometer vor mir, nicht ganz, bis ich wieder an der Tankstelle bin, an der ich losgefahren bin. Glaube ich, müsste es so 100, ja, nicht ganz 140, mal sagen 130 wahrscheinlich, ja, sein. Und ich war sehr gespannt, wie viel Sprit ich dann nachfüllen darf. Aktueller Gesamtkilometerstand 960 Kilometer rund. Und mal schauen, was denn so ein Tarraco nachher auf so einer langen Autobahnetappe tatsächlich in der Kombination braucht. Wirklich sehr gespannt. Aber ich tippe mal, wenn wir, normalerweise würde ich mal sagen, mal so um die 8, 8,5 Liter liegt mit so einem großen Auto bei der Geschwindigkeit, die ich zeitweise gefahren bin, ist das völlig in Ordnung. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich heute halt viele Passagen hatte, die nur eingeschränkt schnell befahrbar waren oder eben im Stau gestanden habe. Das kann man auch an der Fahrstrecke sehen. Ich habe jetzt hier 407 Kilometer auf der Rückfahrt gemacht bisher. Und habe halt jetzt, wenn ich gerade rauf gucke, 400, also 4 Stunden 44 Minuten gebraucht. Das heißt, ich bin also deutlich länger als eine Stunde auf 100 Kilometer unterwegs. Und das sieht man an der Durchschnittsgeschwindigkeit, 86 Kilometer je Stunde. Schauen wir mal. Das deckt sich sehr schön mit den 8,6 Liter auf 100. Aber ich hätte es gerne anders. Dann schauen wir doch mal, wenn wir gleich die 500 Kilometer knacken, wie es dann aussieht. So, nachdem ich nun einige Zeit mit dem Seat Tarraco unterwegs war, mal ein paar Worte zum Thema Fahrwerk, Bremse, Lenkung, Motor, Getriebe. Ich finde, dass Seat mit dem Tarraco, so wie ich ihn hier fahre, in der Ausstattung Excellence, mit eben dem 190 PS Diesel an Bord und dem 7-Gang DSG-Getriebe, ein vernünftiges, wirklich schönes Paket auf die Straße gestellt hat. Denn der Wagen ist auf der einen Seite komfortabel, dass man sich wirklich hier auch lange auf langer Strecke sehr wohlfühlt. Das gilt nicht nur für die Sitze, die, wie ich sagen muss, wirklich einen guten Job gemacht haben bei mir jetzt bei der langen Strecke, sondern es geht auch um den Gesamteindruck des Fahrzeugs, wie zum Beispiel den Lärm im Wagen, wie zum Beispiel auch, wie nimmt der Bodenunebenheit mit, wie ruhig sitze ich im Fahrzeug. Und das muss ich sagen, funktioniert ganz gut. Ich habe ein Fahrwerk, das ist straff genug, um den Wagen vernünftig auf der Straße zu haben, ohne das Gefühl zu haben, dass ich ein großes, hohes SUV fahre, auch bei schneller Autobahnfahrt. Der liegt wirklich gut und ich habe trotzdem genug Komfort, sodass er wie jetzt zum Beispiel auch wieder so die Bodenwellen und diese ganzen kleinen Unebenheiten einfach vernünftig wegbügelt und nicht so direkte Stöße durchgibt. Finde ich persönlich sehr schön. Ich habe hier im Auto ein Geräuschvolumen, das dem Fahrzeug absolut gerecht wird. Ich fahre halt ein SUV, das heißt, wenn ich so wie jetzt gerade zum Beispiel fahre, jetzt 170, schnell fahre oder schneller fahre, höre ich natürlich ein bisschen mehr Wind, weil ich habe halt hier ein hohes Auto und eine große, gerade Schnauze. Also nicht ich, sondern das Auto. Und das macht dann sorgt natürlich für Windgeräusche. Da kann man nichts gegen tun, aber ansonsten, der Wagen wirklich gut gedämmt. Zum Thema Lenkung, die ist schön präzise, ohne dass das Auto dabei nervös wirkt.
ich habe bei mir eigentlich das Fahrzeug im Normalmodus, die Fahrwerksabstimmung angeht, denn ich habe hier bei mir im Auto die Möglichkeit, unterschiedliche Fahrmodi zu wählen und habe eigentlich immer den Normalmodus, also ich glaube der Komfortmodus heißt er, genommen, habe aber die Lenkung auf Sport gestellt, weil ich das lieber mag, wenn es ein bisschen schwerer ist. Und der Wagen macht im Normalmodus einen vernünftigen Job, lässt sich richtig gut fahren. Wenn man auf Sport schaltet, das gesamte Fahrzeug etwas sportlicher abstimmt, dann wird halt die Lenkung straffer, die Gaskennlinie ein bisschen anders, das ganze Auto einfach ein bisschen bissiger. Dann kann man ja auch ein bisschen sportlicher fahren, dann macht auch das Spaß. Aber mir ging es jetzt bei diesem Test halt mehr ums Reisen, mehr als um die Langstrecke. Und da muss ich sagen, da macht sowohl das Fahrwerk wie auch die Lenkung einen schönen Job. Auch diese Kombination aus Motor und Getriebe, also den 190 PS Diesel gekoppelt mit dem DSG, macht einen wirklich vernünftigen Job. Der Wagen, ja, wie soll ich das sagen, das wirkt einfach sehr homogen, sehr, sehr, sehr vernünftig aufeinander abgestimmt. Und das Auto hat immer genug Leistung, auch wenn ich schnell unterwegs bin, wie bei mir zwischendurch mal mit 170, 180 und dann noch beschleunigen will, dann schaltet der völlig, ja fast unmerklich, vom 7. in den 6. Gang zurück, zieht nochmal an, schaltet dann hinterher in den 7. hoch und ich kann ganz gemütlich auch über 200 fahren, ohne dass ich da das Gefühl habe, der Wagen würde richtig arbeiten müssen. Macht wirklich Spaß. Und das Thema Bremsen, bis jetzt habe ich da überhaupt nichts zu bemängeln. Der Wagen ist für mich als Gesamtes sehr gut kontrollierbar, sehr, sehr schön zu fahren. Es gibt, was das angeht, von meiner Seite aus eigentlich wirklich nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, da kann ich einen Finger in die Wunde legen, denn da macht das Auto einen guten Job. Noch ein kleiner Nachtrag hier zu unserem Fahrzeug. Wir haben hier im Auto neben der Fahrprofilauswahl, also der und den unterschiedlichen Fahrmodi, die bei der Ausstattungslinie Excellence Serie sind, bei der Basisausstattung jedoch nicht, on top noch die adaptive Fahrwerksregelung DCC an Bord. Die ist selbst bei Excellence nochmal ein Ausstattungsfeature, das ich dazu zahlen muss. Oder aber ich kaufe mir das sogenannte Dynamikpaket. Da wäre die ein Teil davon. So, 8,8 Liter im Durchschnittsverbrauch für die Rückfahrt. Und da vorne ist die Tankstelle nach 5 Stunden 39 und 521 Kilometern für die Rückfahrt. Und 8,8 Liter hört sich für mich ganz okay an. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden das Auto jetzt wieder voll tanken, werden die Gesamtkilometer nehmen, das sind nämlich jetzt 1080, und werden dann mal ausrechnen, was haben wir eigentlich wirklich gebraucht im Durchschnitt bei recht zügiger Autobahnfahrt von hier nach Frankreich und wieder zurück. Das war sie, meine Probefahrt im Seat Tarraco mit dem 190 PS 2 Liter Diesel, Allrad und DSG an Bord in der Ausstattungslinie Excellence. Aber diesmal nicht 100 Kilometer, sondern über 1000 Kilometer. Und diesmal nicht Stadt, Land, Fluss, ich meine Stadt, Land und Autobahn, sondern fast nur Autobahn. Aber zum Verbrauch gleich mehr. Jetzt erstmal zum Auto im Allgemeinen. Was mir beim Tarraco richtig gut gefällt, das ist das Platzangebot des Autos. Denn als großer Mensch sitze ich vorne auf Fahrer- oder Beifahrersitz richtig gut, habe richtig viel Raum und kann mir alles perfekt einstellen und habe selbst dahinter, auch dann, wenn ich vorne sitze, auf der Rückbank noch richtig viel Platz. Erinnert mich tatsächlich sehr stark an zum Beispiel den Skoda Kodiaq. Dann habe ich außerdem optional, wenn ich möchte, für 800 Euro Aufpreis eine dritte Sitzreihe. Ja, da ist es ein bisschen enger, aber im Zweifelsfall kann ich da zum Beispiel die Freunde meiner Kinder mitnehmen. Und das ist einfach eine Möglichkeit, gerade als Familienvater, die ich persönlich richtig gut finde, würde ich auf jeden Fall genauso bestellen. Wenn ich mir den Rest vom Interieur anschaue, zum einen die Sitze, ich mag zwar die Farbe hier bei unserem Wagen nicht, aber die sind auch nach über 1000 Kilometern immer noch sehr bequem und bieten immer noch genug Seitenhalt. Und ich finde den Rest des Interieurdesigns wirklich sehr schön, modern und ganz wichtig beim Auto, der hat einfach bereits in der Basis schon so viel mit an Bord, wie zum Beispiel eine Klimaanlage, wie zum Beispiel ein 8 Zoll, Entschuldigung, wie zum Beispiel ein 8 Zoll Touchscreen, wie zum Beispiel ein voll digitales Cockpit, Notbremsassistent und. Von daher wirklich sehr gut ausgestattet und in der Excellence-Ausstattung kommt nochmal einiges obendrauf. Zum Thema Exterieurdesign. Ich finde natürlich, dass man von der Seite gesehen sich sofort erinnert fühlt an einen VW Tiguan. Aber wenn ich mir das Auto von vorne anschaue, hat er einen komplett eigenen Look und mir gefällt der neue Style von Seat sehr gut.
Wichtig außerdem noch, wenn wir von der Seite schauen, ich würde auf jeden Fall die hier verbauten 20 Zöller bestellen, denn A, machen die einfach nur optisch richtig was her und B, sind damit die Reifen nicht nur größer, sondern auch ein bisschen breiter und geben mehr Halt. Und ich finde, es steht dem Auto einfach gut. Jetzt aber mal zum Thema Verbrauch hier beim Fahrzeug. Gefahren bin ich insgesamt 1080 Kilometer, davon einen ganz großen Teil Autobahn und ganz wichtig, einen großen Teil schnell. Also ich bin häufig 180 bis 200 gefahren. Ja, ich hatte auch Staus zwischendurch, die helfen aber auch nicht beim Spritsparen und habe trotzdem am Ende des Tages, wie ich finde, einen vernünftigen Wert erreicht. Denn am Schluss habe ich nach 1080 Kilometern insgesamt zweimal getankt und dabei 95,5 Liter nachgefüllt. Und das sind, wenn ich so runterrechne, rund 8,8 Liter auf 100 Kilometer im Durchschnitt. Natürlich ist das sehr weit weg von den angegebenen 5,6 Litern, aber ich bin eben nicht mit 100 über die Landstraße oder mit 80 über die Landstraße gerollt, sondern ich bin eben auf der Autobahn, wenn es ging, wirklich schnell gefahren. Und dazu kann ich nur sagen, mit dem Auto hier, auch wenn er nur eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h hat, kann man richtig schön mitschwimmen, auch mit den schnelleren Autos. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich zu langsam war oder dass der Wagen nicht genug Kraft bietet, um auch bei 150, 160 nochmal zu beschleunigen, um wieder auf die Reisegeschwindigkeit zu kommen, die ich in dem Moment für angemessen oder angenehm halte. Zum Thema Preis. Der Tarraco ist im Grunde genommen gar nicht so teuer in der Basisausstattung mit dem kleinen Motor. Wenn man aber unseren Wagen hier fahren will mit all den Extras und der großen Maschine, dann ja, kostet das Auto rund 55.000 Euro. Wenn ich mir aber Wettbewerber anschaue, finde ich, dass der Preis auch völlig in Ordnung ist. Und ich denke, als Familienvater ist das ein wirklich gutes Auto, wenn ich ein SUV fahren will. Und wie gut ich das Auto wirklich finde, kann ich einfach erklären. Denn wie die meisten von euch, die diesen Kanal öfter gucken, wissen, fahre ich einen Cupra Ateca und bin damit super zufrieden. Das Problem ist, meine Kinder werden größer und maulen mittlerweile, dass sie auf der Rückbank nicht mehr genug Platz haben, wenn ich vorne sitze. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, genau dieses Auto zu bestellen. Könnt ihr dann demnächst wahrscheinlich auch bei uns im Kanal sehen. Das wird der Lieferzeit, das dauert noch ein bisschen. Ich schätze mal so, Oktober wird er irgendwann kommen. Ich habe mich für eine andere Farbe entschieden, aber ansonsten, ach ja, und für andere Sitze. Aber ansonsten habe ich dann genau das gleiche Auto vor der Tür. Und ich denke, mehr muss ich zum Bewerten des Wagens wahrscheinlich nicht sagen.